Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu NHL 20, zu der DEL Fantasy League mit den Hamburger Freezers zum ersten Finalspiel. Ich hoffe, euch geht's allen gut, ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Es ist soweit, wir stehen mit den legendären Freezers hier in der Fantasy League im Finale der DEL Fantasy Hockey League. Ich bin gespannt, wie sie die Ingolstädter hier im schönen Hamburg schlagen werden. Ich hoffe natürlich auf einen Heimsieg für die Freezers. Aber ein Sweep würde mich nur am meisten freuen, dass wir mit einem 4:0 Seriensieg hier gewinnen. Das würde mich am meisten freuen. Aber wir schauen mal. Joe Thornton hier am Bulli. Ups. Angriff, nein, aufbauen. Ist einmal besonders gegen Ingolstadt im Finale zum Stehen. Und nicht immer gegen jemanden großen wie München, Nürnberg, Berlin, Wolfsburg. Gegen Schwenningen Finale spielen war natürlich nur geiler gewesen. Keine Ahnung warum, aber das hätte mir nur mehr gefallen als wir gegen Ingolstadt. Strafzeit gegen Ingolstadt. HB am Bulli. Zwölf Minuten nur zum Spülen im ersten Drittel, es steht immer nur 0:0. Das Spiel verliert die Scheibe. Bald werden wir es wissen. Ich spiele schon mit den Gedanken für Season 2. Auf NHL 21 natürlich. Aber da möchte ich dann erst warten, bis die aktuellen Trikots der Penny Eishockey League dann aktueller bei NHL 21 sind. Es ist momentan der Zeitpunkt der Aufnahme ist der 24. Oktober, der Samstag. Es müsste heute halt der 24. sein. In den frühen Morgenstunden hier in meinem kleinen persönlichen vier Wände Eishockey-Land. Jokinen. Mit den Ingolstädt aus. So, Joe Thornton. Oh,
Das ist ja ein Tor gewesen, mit dem, was ja niemand gerechnet hat. Dass der Goalie den Puck nicht hebt. Ingolstadt schießt sie jetzt zum 1 zu 0 im ersten Drittel. Joe Thornton. Aber hier ist von unserem McDonald's müsste es gewesen sein. Die Antwort von die Freezers. Na, von Jamie Bennis gewesen. Dachte der Puck nur mal, dass er hier ins Tor der Ingolstädter Kämmer ist. Schiehofanger. Ein Finale ohne den Faustkampf ist kein Finale. Aber der Baule verliert gegen Ingolstadt. Aber er wäre für seinen Teamkameraden ist eingesprungen. Er ist für seinen Teamkameraden eingesprungen. Nicht wäre, sondern ist. Der Film muss aber auch der Ingolstädter vom Eis. McDonald. Also wenn's Spielervorschläge habt für die Freezers auf der 21, bitte unten in die Kommentare rein. Dann werde ich die nämlich dann berücksichtigen, wenn ich es noch nicht vorproduziert habe. Ingolstadt geht in Führung. Ich vermute mal, das liegt an unserem Goalie, dass der heute nicht so konzentriert ist. Deswegen wechseln wir einfach mal den Goalie aus. So, jetzt hat erstes Drittel. Ingolstadt liegt vor. Wir müssen uns jetzt konzentrieren, meine Schoß, Freunde. Jawohl. Er ist ein bisschen agiler. Der Johnson. Snoop Dogg in der Haus in Hamburg. Da hätte jetzt einer von uns die Sörden, nicht einer von Ingolstädter, dann hätte man nämlich den Ausgleichstreffer auch auf unserer Seite gehabt. Verliert das Pulli
gegen Ingolstadt. Ein heiß umkämpftes Spiel. Gott sei Dank. So, Jamie Benn. Strafe gegen Ingolstadt. Jokinen. Wolf. Jetzt geht's heiß her. Jetzt geht's heiß her, meine lieben Sportsfreunde. Da ist die Verzögerungsstrafe gegen Ingolstadt. Wegen Stockschlag. Jetzt schon auf die zweite Season hier mit den Freezers. Und somit der Ausgleich. Entweder von Joe Fonten oder von Jamie Benn. Ich habe es nicht ganz mitgekriegt. Es war Joe Fonten. 9. Tor in diesen Playoffs, meine lieben Sportsfreunde. Hamburg ist wieder hier. Im Spiel zurück. Jetzt ist wieder alles offen. Das wo agiert super. Neun Minuten nur im zweiten Drittel zum Spülen. Alles ist offen, meine lieben Sportsfreunde. Wird es jetzt ein Tor? Nein, wird es nicht. 8:17 Uhr. Ein spannendes erstes Finalspiel, wie ich es finde. Auch nicht. Der Führungstreffer lässt noch auf sich warten. 4:13 Uhr. Wolf am Bulli. McDonald. Wolf. Moore. Zurück auf McDonald. Abseitswarnung, Abseitswarnung. Verzögerungsstrafe gegen Hamburg wegen Stockschlag. Na, Beinstellen ist gewesen. Okay. Von der Nummer 23. Vom Jaskin. Penalty number 23, Dimitri Jaskin.
Wenn unser Goalie weiterhin so gut drauf ist, dann lasse ich ihn immer im Finalspiel. Und somit gehen wir mit einem 2:2 Stand in die letzte Drittelpause, meine lieben Sportsfreunde. Powerplay für Hamburg. Jetzt ist die Chance da, hier den Führungstreffer zu erzielen. Wolf am Bulli. Verliert das Bulli. Und somit die Nummer 23, unser Joskin, schießt hier das Führungstor für die Hamburger Freezers. Hier unser Mr. Frost, er feiert. Absolut ein gewaltiges Spiel, meine lieben Sportsfreunde. Jetzt heißt es kämpfen für den Pott. Ingolstadt wollte den Kampf, ich habe aber nicht aufgenommen, weil ich ehrlich gesagt im Moment keine Lust drauf habe. Mein Charakter steht auf Platz 6 im Moment. Auch gut. Unter die Top 3 bis zum Schluss kommen wäre cool, aber mit Top 6, dass ich unter die Top 10 bin, ist ja auch schon was. So, jetzt auf geht's. Und der Jokinen schießt den. Das müsste jetzt sein drittes Tor sein an diesem Abend, oder? Achtes Tor in den Playoffs, was ich gelesen habe. Müsste jetzt hier das dritte Tor am heutigen Abend sein. Er müsste jetzt seinen verdienten Hattrick haben. Nur auf der Uhr zum Spülen.
Jetzt muss ich mich konzentrieren. 37 nur. Drei aufbauen. Auch nichts. Jokinen. Auch nicht. Ja, sag mal. Hamburg im ersten Finalspiel, das nutzt einer nichts. Das wird jetzt so gehen, dass es jetzt heißt, Tor für David Wolf. Nein! Oh, Verzögerungsstrafe gegen Hamburg. 28:07 Uhr auf der Uhr. Jetzt müssen wir es bullig winger. Jetzt müssen wir es bullig winger, meine lieben Sportsfreunde. Extra Tor für Hamburg, extra Mann für Ingolstadt. Ah, und extra Mann für Ingolstadt unter Zoll und extra Tor für Hamburg. So wollte ich es sagen, meine lieben Sportsfreunde. Ich bin fasziniert von diesem ersten Finalspiel hier gegen Ingolstadt. Also es gefällt mir ganz gut, was hier die Ingolstädter KI hier auf den Eis abliefert. 18,1 Sekunden nur. Jawohl, und Hamburg gewinnt das erste Spiel hier in dieser Finalserie gegen Ingolstadt und ist den Sieg, den Pott, um 3 Siege näher gerückt. Jetzt kommt der Donnerschlag aus den Norden von den Freezers. Und da links. Die Nordmänner schlagen hier wieder zu. Wir haben 3 Stars, wir haben 2 Assists, wir haben 2 Tore. Absolut gewaltig. Die Serie steht 1:0. Ist das nicht hervorragend? 5:2 Sieg. Ich hätte mir ein bisschen ein knappes Ergebnis, ein bisschen ein spannendes Ergebnis gewünscht, aber können wir nichts machen? Das ist so. Der Joe Fonten ist immer nur Topstalker Nummer 1. Wir spielen für auf den nächsten verbleibenden Spieltag. Wir schauen uns dies, wir schauen uns hier das natürlich hoch, gell, wie jedes Mal. Das war's für diesen Spieltag, meine lieben Sportsfreunde. Hoffe, er hat Ihnen gefallen. Würde mir über den Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Ihr wisst, ihr dürft überall hier mitentscheiden bei mir.
wer bei der Fantasy League, egal ob jetzt hier die DEL oder die EBL, eine Krimp, schreib es in die Kommentare eine, schreib es mir irgendwelche Wunschtransfers eine. Ich bin für euch da, wenn ich es umsetzen kann, mache ich es. Ich wünsche euch bis zum nächsten Spieltag noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergiss meinen Leitspruch nicht. In den Formen getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch, hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HP. Servus!